Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ist in Kiew mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky zusammengekommen. Der Präsident dankte der Außenministerin für den Besuch. Außerdem traf Baerbock mit ihrem ukrainischen Amtskollegen Dmytro Kuleba zusammen. Ich bin heute wirklich froh, nicht nur als Außenministerin, sondern als Freundin hier in Kiew zu sein und vor allen Dingen in einem freien Kiew zu sein. Baerbock teilte mit, dass die deutsche Botschaft in Kiew ihre Arbeit wieder aufgenommen habe, zunächst in Minimalpräsenz und mit eingeschränktem Betrieb. Außerdem sagte sie, Deutschland werde nicht nur vorübergehend auf russische Energieträger verzichten. Wir haben mehr als deutlich verstanden, dass wirtschaftliche Abhängigkeiten keine Sicherheit bringen, wenn dem Aggressor das Wohl seiner Bevölkerung einfach egal ist. Deshalb reduzieren wir mit aller Konsequenz unsere Abhängigkeit von russischer Energie auf null. Und zwar für immer. Baerbock war am Dienstag als erstes Mitglied der Bundesregierung in die von Russland überfallene Ukraine gereist. Bei ihrem Besuch in Kiew wurde Baerbock teilweise vom niederländischen Außenminister begleitet. Beide EU-Staaten liefern der Ukraine insgesamt 12 Panzerhaubitzen 2000. Dazu sollen ukrainische Soldaten entsprechend in Deutschland ausgebildet werden. Baerbock kündigte an, damit werde dieser Tage begonnen. Die Haubitzen würden in der Ukraine ankommen, bevor die Ausbildung der Soldaten abgeschlossen sei.